Hallo Leute der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film She Said. In She Said geht es um die junge Reporterin Jodie Kantor, gespielt von Zoe Kazan, die man zum Beispiel aus The Monster kennt, die einen Tipp bekommen hat, und zwar, dass es in Hollywood sehr oft vorkommt, dass es sexuelle Übergriffe auf Frauen gibt, Vergewaltigungen, Belästigungen, alles Mögliche. Und dass ein Harry Weinstein einen großen Anteil daran hat. Sie versucht natürlich, diverse Frauen ausfindig zu machen, die vielleicht gegen Harry Weinstein aussagen würden. Aber sie gerät immer häufiger in Sackgassen. Somit tut sie sich mit ihrer Kollegin Meghan Torrey zusammen, gespielt von Carey Mulligan, die man zum Beispiel aus Wildlife kennt. Und diese beiden versuchen es erneut, diverse Frauen aufzuspüren, die dann vielleicht gegen Harry Weinstein aussagen würden. Was aber absolut nicht leicht ist, weil die Frauen komplett eingeschüchtert werden. Manche haben sogar einen Vergleich zugestimmt und eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Und somit wird es für die beiden immer schwieriger, Leute zu finden, die vielleicht gegen Harry Weinstein aussagen würden. Was man sagen muss, der Film beruht ja tatsächlich auf eine wahre Begebenheit, was schon teilweise echt krass ist, wenn man sich das so überlegt. Und ja, also ich muss sagen, ich war von dem Film gefesselt. Also ich muss sagen, ich war richtig drin in dem Film. Also die Schauspieler bringen das echt toll rüber, allesamt. Also da war echt keiner dabei, wo ich jetzt gedacht hätte, ja, den hätte ich jetzt nicht so gebrauchen können, sondern alle bringen das richtig gut rüber. Und auch das Erzähltempo, es baut sich alles langsam auf. Dann denkt man, die sind vielleicht gerade so am Ziel, dann passiert doch wieder was, wo es dann wieder, wo das Ziel wieder weiter entfernt ist, und dann kommt wieder doch was, wo man wieder denkt, ja, die sind jetzt am Ziel, und dann, ja, doch noch nicht so und alles und so. Ich weiß nicht, also das war schon für die beiden Reporter in der Realität muss das wohl echt zäh gewesen sein. Aber ich muss sagen, auch wirklich, wie das alles, wie sie die Drehorte gewechselt haben, wie die Schauspieler das gemacht haben, diese ganze Mimik, Gestik, also man konnte wirklich sich da hundertprozentig hineinversetzt fühlen. Und auch, man hat auch den Frauen angemerkt, wie sie vor diesem Harry Weinstein Angst gehabt haben, überhaupt irgendwas zu sagen. Boah, also dieser Typ muss die Frauen da echt malträtiert haben. Also, boah, also es muss so richtig übler Dude gewesen sein. Und ja, und ich denke mal, das ist bis heute ja auch immer noch mehr oder weniger ein Thema in Hollywood. Und sexuelle Belästigung und Vergewaltigung und sowas ist definitiv eine echt üble Sache. Solltet ihr wirklich mal in so eine Situation kommen, ich habe hier eine Nummer mal herausgesucht, die euch vielleicht helfen würde. Das ist die 0800 22 55 530. Da wird euch dann geholfen. Guckt nicht weg, schweigt nicht, macht es so wie die Leute dort in dem Film und wie die Leute es auch in der Realität gemacht haben. Lasst es nicht gut sein, sondern versucht die Leute hinter Gittern zu bringen. Das ist wirklich das Beste, was ihr machen könnt. Ja, aber kommen wir wieder zurück zu dem Film. Also ich muss sagen, ich war von dem Film sowas von gefesselt. Ich war gepackt. Die ganze Story war gut, die Schauspieler waren gut. Echt, das war der absolute Hammer, ey. Das hat mir richtig gut gefallen. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht.
Ja, da sind wir wieder. Ja, also ich muss sagen, der Film ist echt eine Anguckempfehlung wert. Also den Film sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn man so ein bisschen so auf Reporter-Sachen steht, wenn man so ein bisschen auf Spannung steht, wenn man so ein bisschen auf, ja, mal ein bisschen um die Ecke denken möchte oder so, dann ist der Film auf jeden Fall richtig und ich finde den Film so genial, so gut gemacht, von den Schauspielern her genial. Ich gebe dem Film die volle Punktzahl. Der Film ist echt der Hammer. Also der Film ist echt sehenswert. Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, lasst mir doch ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, bis demnächst.